Hi, ich bin Saki. Viele von euch sind genau wie ich am allgemeinen Klettersport, an Klettersteigen und an SRT-Techniken, also dem hauptsächlich vertikalen Auf- und Abseilen interessiert und besitzen eigene Ausrüstung dafür. Und wenn du eigene Kletterausrüstung besitzt, dann bist auch nur du für ihren Zustand verantwortlich. Beachte bitte, dass einmal gekaufte Ausrüstung nicht für immer und ewig benutzt werden kann. Auch nicht, wenn deine Ausrüstung nur ganz selten benutzt wird und noch absolut top aussieht. Denn dein Leben und eventuell auch das deines Partners hängt davon ab. Überprüfe jeden einzelnen deiner Ausrüstungsgegenstände regelmäßig auf Funktionstauglichkeit. Dazu werde ich hier allerdings keine Tipps geben, denn wenn du nicht weißt, wie man das tut, dann lass sie von einem Fachmann überprüfen. Während tadellos funktionierende metallene Ausrüstungsgegenstände von Herstellerseite häufig eine unbefristete Benutzungsdauer besitzen und nur ausgetauscht werden müssen, sobald Schäden erkennbar sind, haben alle Kunststoff- und Textilprodukte eine sogenannte Ablegereife, also zum Beispiel Klettergurte, Seile, Falldämpfer, Bandschlingen und so weiter. Jeder Hersteller gibt für seine Produkte eine maximale Lebensdauer an. Und die meisten Hersteller geben für textile Ausrüstungsgegenstände, also Seile, irgendwelche Gurte, Bandschlaufen, Klettersteigsets und so weiter, 10 Jahre ab dem Tag der ersten Benutzung an. Eine Lagerdauer vor der Benutzung wird teilweise nochmal extra angegeben. Das heißt, wenn du irgendeinen Ausrüstungsgegenstand kaufst, dann zählt nicht das eventuell aufgedruckte Herstellungsdatum oder das Kaufdatum, an dem du diesen Gegenstand erworben hast, sondern tatsächlich der Tag der ersten Benutzung und dann 10 Jahre oder eben die Lebensdauer, die der Hersteller deines Produkts explizit angibt. Kauft man sich ein neues Ausrüstungsteil, kann es sein, dass das bereits ein paar Jahre irgendwo gelagert wurde. Diese Bandschlinge hier zum Beispiel habe ich mir in 2023 ganz neu gekauft. Es ist aber das Herstellungsdatum März 2021 aufgedruckt. Die Nutzungsdauer für mich beginnt aber erst ab dem Tag der ersten Benutzung, für mich also in 2023. Ich empfehle dir, das Kaufdatum oder den Tag der ersten Benutzung immer in einer persönlichen Dokumentation festzuhalten. Und deine Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, denn du musst dich 100%ig darauf verlassen können und im Zweifel ersetzen. Glück auf und Bergheil!